Oh! Oh ja! Let's go! Oh! Ja! 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 Oh, wir hören auf mit der Arceus! Nein! Nein! Was? Nein! Ha! Was? Was ist das für ein Display? Das gibt's doch nicht! Was? Yo Leute, was geht ab? Willkommen bei Pokélos. Heute ein kleines Frust-Opening. Ich meine, was soll ich sagen? Ja, als YouTuber will man ja immer gute Laune verbreiten, aber ich muss auch sagen, man hat auch manchmal schlechte Laune. Ich hatte heute irgendwie schlechte Laune und dachte mir, hey, vielleicht hilft es ja, wenn man ein paar Booster öffnet. Und mit ein paar Booster meine ich heute einfach mal dicken, fetten Pull. Wir machen einfach mal drei Displays auf. Astralglanz, strahlende Sterne, verlorene Ursprung. Und ich habe mir gedacht, dass wir die so aufmachen, dass wir immer einen Booster von jedem Set öffnen. Dann gehen wir in den zweiten Booster, in den dritten und so weiter. So, ich würde sagen, los geht's. Wir holen uns immer einen Booster von jedem Set raus. Ich hoffe, die bleiben so stehen. Wahrscheinlich nicht am Ende. So, und wir gehen rein. Wir fangen immer mit Astralglanz an. Verlorenen Ursprung, dann strahlende Sterne. Ich weiß noch nicht, wie ich es mir hinlege, wie ich es mir sortiere. Wird schon ein komplettes Chaos. Und ja, ich würde sagen, wir haben drei Displays. Wir machen es ohne Kartentrick. Außerdem, wir haben ja noch nicht gespoilert, was es sein könnte. Und wir gehen rein mit Otterott. Baus, auch mal schön. Deutsche Displays zu öffnen, mache ich ja nicht mehr so auf dem Channel, muss ich sagen. Oh, wir fangen gleich an mit einem strahlenden Kwaiyatsu. Let's go. Astralglanz legt hier gleich mal einen Banger hin. Sehr, sehr geil. Das ist natürlich cool, weil in Astralglanz und in dem verlorenen Ursprung haben wir die strahlenden drin. Haben wir noch einen zweiten Hit? Nee, und ein Registil. Okay, geht gleich richtig geil los. Verlorenen Ursprung haben wir auch zwei Radiants drin. Normalerweise sind es immer zwei. In den strahlenden Sterne Displays haben wir keine strahlenden drin. Also da haben wir schon mal auf jeden Fall zwei Hitkarten, wo ich mal sage, Astralglanz und verlorenen Ursprung haben hier schon mal einen gewissen Vorteil. Schauen wir mal. Ich bin auch super gespannt, welche Secret Rares wir heute ziehen werden. Werden wir Secret Rares ziehen? Werden wir Alternative Art ziehen? Hier auch sehr cool. Shalelos in Normal und in Reverse. Und wir haben ein Phantoros in Holo. Immerhin, immerhin. Das nehmen wir mit und das legen wir dazu. Ulangar. Ja, strahlende Sterne. Stinkt erstmal ein bisschen ab nach dem ersten Booster. Ich würde erstmal sagen, Astralglanz holt sich die erste Runde. Danach verlorener Ursprung. Und ja, strahlende Sterne muss definitiv noch ein bisschen aufholen. Wir gehen rein in die zweite Runde. Let's go. So, ich bin sehr gespannt. Ich kann wirklich nicht sagen, was mein Lieblingsset ist. Also, mal rein von den Hits, muss man natürlich sagen, strahlende Sterne, schon sehr geil mit den ganzen Glurak-Karten. Astralglanz, oh, und schon wieder Astralglanz mit Gardevoir. Let's go, Gardevoir, Trainer, Galeriekarte, hammerstark. Und ich glaube, da ist sogar noch was dahinter. Nee, so, schauen wir mal, ob verlorener Ursprung mithalten kann. Wir haben ein Alpollo, super geiles Artwork. Und wir haben ein Kurlai in Non-Holo. Also hier, bis jetzt Astralglanz. Ne, ihr wisst, eigentlich, wenn man es genau nimmt, Astralglanz ist schon mein Lieblingsset. Es ist wirklich super preiswert. Also ich sag mal, das wir aufmachen für 90, 95 Euro, ist es auch viel Geld. Aber es tut halt einfach mal deutlich weniger weh. Also ein Display für 130, 140 Euro. Und ja, bei Strahlende erstmal gar kein Hit aus zwei Boostern. Und wir gehen hier rein mit... Erstes Mal keinem Hit bei Astralglanz. Also Astralglanz ist jetzt auch, mal auch ein bisschen nett zu den anderen Sets. Knackt Leon, ein Krypok und wir haben einen Hit, ein Anti-V. Let's go. Sehr geile Karte. Cooles Artwork. Sieht sehr stark aus. Schönes Feuer-Pokémon. Und ja, damit würde ich sagen, ist momentan verloren im Ursprung auf dem dritten Platz. Und wir gehen rein in Runde 5, Leute. Es macht so viel Spaß, muss ich sagen. Es sind echt geile Sets. Schauen wir mal, ob verlorener Ursprung jetzt die Chance nutzt, um vielleicht sogar in Führung zu gehen. Wir gehen rein mit Fritzeblitz, Libiskus, Skorgla, mit Vaumpel. Oh ja! Let's go! Wir haben die goldene Pikachu! Let's freaking go! Oh mein Gott, Gold Pikachu! Und das Centering Sky! Ich wollte gerade noch sagen, es war eine weiße Code-Karte. Was heißt, dass wir eigentlich keinen Hit haben? Aber die Gold Pikachu ist eine Trainergalerie-Karte. Oh mein Gott, Leute, wir haben die im Boxpack gezogen. Vielleicht wart ihr dabei, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Oh, wie geil ist das? Das ist eine meiner persönlichen, absoluten Chase-Karten im Set, weil die sieht einfach so geil aus. Ah, wie Hammer ist die. Wow, also, ja, spätestens jetzt hat sich's auf jeden Fall schon gelohnt. Lasst mich mal wissen, wie ihr die Karte findet. Und jetzt gehört sie auch mir. Es gibt zwei Dinge, die mir bis Astralglanz auffallen. Erstens die Karten. Oh, Moment. Erst einmal mein Dialga Faustar. Sehr schön. Sehr schöne Hitkarte. Sehr, sehr nice. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie eine Flunder manchmal. Keine Ahnung. So, die legen wir dazu. Dritte Karte. Aber was ich sagen wollte, die Astralglanz-Karten, die fühlen sich irgendwie
dünner an als bei anderen Sets. Also es fühlt sich, ich würde jetzt fast sagen, wabbeliger an. Was ich aber auch fühle bei dem speziellen Display jetzt, ist, dass die Karten irgendwie ein bisschen mehr gebogen sind. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wann hat man so ein Display, wo man denkt, irgendwie irgendwas passt nicht. Aber das Gefühl habe ich bei dem ein bisschen. So, wir gehen weiter mit verlorenen Ursprung. Mirapla, Fukano, Schneebedeck und Magnus und V. Also verlorener Ursprung zeigt den anderen jetzt aber so langsam. Alternative Glurak wäre ganz nice. Hätte ich nichts dagegen. Die würde mir noch fehlen. Schnäppke oder eine Glurak Rainbow. Ich würde auch eine dritte nehmen. Hätte ich geil. Flamara? Hey, ich glaube, die habe ich noch gar nicht. Flamara Trainergaleriekarte. Wie nice ist die denn? Die habe ich bei Remix Climax, glaube ich, gezogen. Ich glaube, da ist sie drin im Japanischen. Ihr habt ja wahrscheinlich kürzlich mal mein Video gesehen zu Drachenmantel, zu dem 100er Pull. Oh, und das ist Akani. Okay. Ich werde immer unterbrochen von Hits. Okay, ich sollte immer eine Story anfangen und dann kommen die Hits. Sehr geil. Akani. Oh, wir ziehen schon wieder einen Trainer. Der Trainerkartenfluch. Wie kann es denn sein, dass ich nur Trainerkarten als Secret Rare... Ist es überhaupt nicht Secret Rare? 192, 196 ist gar nicht. Wir gehen rein. Und... es ist eine Fausterkarte. Okay, Hisui Dressella. Ha, okay. War jetzt ein kleiner Trigger. Ich dachte, es ist mehr. Schön. Ich habe angefangen, Leute, dass ich jede Pikachu-Karte, die ich ziehe, wegpacke. Und die werde ich in meinen Pikachu-Ordner packen. Ich muss aber meinen ganzen Bulk nochmal durchgehen. Hisui Barschuft. Voltoball. Oh, und hier schon wie. Es gibt's nicht schon wie. Der Trainerkartenfluch. Ich habe echt einen Trainerkartenfluch. Aber die sieht cool aus. Ihr wisst, ich bin echt kein Trainerkarten-Fan. Ich kann mir vorstellen, dass die irgendwie ganz gut ist. Aber ja. Also, wir haben Mel gezogen. So, ihr wisst ja, ich bin manchmal ein bisschen schusselig. Die beiden Karten gehören natürlich nicht zu Astralglanz, sondern natürlich zu verlorenen Ursprung. So, wir machen die Leute, okay? Fürs Video. Und hier muss ich aber sagen, dass ich möchte gar keinem dazu verleiten, irgendwie Alkohol zu trinken. Aber ich bin alt genug, ich darf das. Es gibt drei Karten. Vier Karten. Wenn ich eine von folgenden Karten ziehen sollte. Jetzt haben wir erstmal Octillery in Trainergalerie. Sehr schöne Karte. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal gezogen. Dann nehme ich einen Shot. Bei Astralgans ist es die Macho Mai Kellnerkarte. Bei Verlorener Ursprung ist es die Aerodactyl und natürlich die Giratina Alternative Art. Und bei Strahlende Sterne ist es die Glurak Alternative. Ich würde auch sagen, die Rainbow Glurak, die nehmen wir auch noch mit. Also wir haben fünf potenzielle Karten. Wenn wir die ziehen, dann gibt es einen Shot. Wenn wir die natürlich früh ziehen sollten, stell dir mal vor, wir ziehen die jetzt alle in der nächsten Runde, dann wäre das ein ziemlich lustiges Video bis zum Ende hin, denke ich. Im Übrigen, falls ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es genau jetzt in diesem Moment nachholen. Wir haben schon 300... Moment. Oh! Magnus und Fauster in Rainbow. Let's go! Ah, Leute, ihr wisst, wie ich Rainbow-Karten liebe. Und es ist endlich mal eine Pokémon-Karte. Wie geil. Oh, die ist nice. So, die müssen wir uns näher anschauen. Magnuson Fauster Rainbow. Die ist cool. Sehr, sehr gutes Centering, würde ich jetzt nur so pauschal sagen. Rechts wäre ganz ein kleinen Tick mehr als links. Aber die ist schön. Oha, sehr schön. Ich wusste jetzt gar nicht, dass sie drin ist. Wo ist der nächste Hit drin? In welchem Set? Ich calle Strahlende Sterne, weil da haben wir bis jetzt am wenigsten gezogen. Okay, ich lieg falsch. Es ist wieder verlorener Ursprung. Ne, Quatsch. Ja, doch. Ey, ich komme komplett durcheinander mit den Sets. Sowohl bei Astralglanz als auch vor allem bei verlorenen Ursprung haben wir ja schon gute Hits drin gehabt. Auch wenn es teilweise Trainer waren. Hä? Moment! Zweimal strahlendes Quaiatsu. Ich dachte gerade, bin ich bei verlorenem Ursprung, aber geht ja gar nicht. Wir haben zweimal die gleiche Radiant. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Und ich habe schon, ich glaube, mittlerweile 7 oder 8 Displays aufgemacht von Astralglanz. Strahlende gönnt jetzt, Leute. Strahlende gönnt jetzt. Wir haben schon zwei Trainergaleries. Aber wir brauchen jetzt mal ein bisschen was Größeres. Krippuk, Staralili. Ja, hier kommen wir. Okay. Hit Alert, Leute. Hit Alarm. Pelzebub. Oh! Ja! 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 Glurak V, let's go! Let's go! Den Shot nehmen wir mit! Let's freaking go, man! Oh mein Gott! Die beste Karte im Set, Leute! Wie geil ist das denn? Oh mein Gott! So, Leute,
Cheers. Ich nehme jetzt keinen Shot. Ich habe schon leckeren Rum hier. Es ist ja schon 11:30. Die nehmen wir mit. Zum Genießen. Wie gesagt, Kinder, macht's nicht nach. Ihr dürft nur nicht trinken. Ich darf. Ich habe ein paar Leute im Voice-Check gerade. Mir wird gerade der Preis geflüstert. 150 Euro auf Cardmarket. Links bisschen mehr als rechts. Ja, muss man sagen. Unten oben passt. Aber ist jetzt nicht dramatisch. Es ist ein gutes Centering. Es ist okay. Top-Loader-Material, Leute. Top-Loader-Material. Das ist echt heftig. Strahlende Sterne geht es aber mal richtig heftig in Führung. Aber hallo. Dann verlorene Ursprung. Und Astralgans war bis jetzt gut dabei. Aber jetzt muss die Macho-Mal-Karte herkommen. So, Leute, ich bin komplett durch. Wir können eigentlich aufhören. Ich bin gerade mit den Nerven völlig am Ende. Wir haben eine Top-Karte bei verlorene Ursprung bei Strahlen. Die Top-Karte gezogen bei Strahlen. Nicht eine, sondern die Top-Karte. Wir haben strahlende Sterne gerade durchgespielt. Ich habe mir ja gerade noch ein paar Displays gekauft. Jetzt habe ich mal, ich sage jetzt mal die Zahl, ich habe 12 Displays gekauft von strahlende Sterne. Rente und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ich nehme das eine Display raus, wo die Karte drin ist. Wie krass ist das eigentlich? Was für eine Wahrscheinlichkeit steckt denn da? Schönste Non-Holo-Karte übrigens im Set. Hisui Akani, sehr, sehr geil. Am 21. Oktober werden wir den nächsten Boxpack machen mit Kofuku. Es wird vieles mit Kofuku in Kooperation laufen. Technisch wird es ein bisschen anders aussehen, aber es wird immer fast immer Kofuku mit dabei sein. Am 21. Oktober haben wir Astral Radiance, also die englische Variante von Astralglanz. Oh, und San Long Info, okay. Astralglanz, strahlende Sterne holt gerade, oder macht gerade hier, holt nicht auf, die haben schon aufgeholt. Also strahlende Sterne macht hier gerade die Führung klar. 2,99 € pro Booster mit einer kleinen Besonderheit, damit wir den Preis auch im Boxbreak gewährleisten können. Nehmen wir die Build and Battle Stadium Boxen, die Kofuku zum auch Top-Preis aktuell im Shop drin hat. Und würde mich super freuen, wenn ihr dabei seid. Und wir ziehen hier Darkrai, auch noch ein V-Star. Wir haben Dialga und jetzt auch noch Darkrai. Sehr, sehr cool. Eine V-Karte. Eine Gala Pantyfrost. Oh, die ist sweet. Astralgans, würde ich sagen, muss auf jeden Fall noch gut was nachholen. Also da müsste noch was kommen. Bei verlorenen Ursprung und strahlende. Oh, und ich sag's, und schon wieder eine Trainerkarte. Wir ziehen die. Oh, aber das goldene Jubeldorf. Das ist doch geil. Das ist eine sehr schöne Karte, Leute. Jetzt mal im Ernst. So, Leute, ich habe gerade mal nachgezählt. Ob ihr es glaubt oder nicht. Und ihr seht ja, wie viele Hits wir schon noch auf dem Tisch hier haben. Die Hälfte ist weg. Wir haben erst die Hälfte weg. Raw Recording, 53 Minuten. Wie krass ist das? Und wir fangen hier an mit Bronzong in Trainergalerie. Sehr, sehr, sehr nice. Oh. Und dann Astralglanz. Und hier? Was haben wir hier? Oh! Eine schöne Mountzinger V Full Art. Sehr geil. Sehr geil. Aber ich bin mittlerweile ein Riesenfan von dem Mountzinger. Von dem Galar Mountzinger. Gucken wir uns mal ganz kurz das Herz an. Wir haben bei Astralglanz bis jetzt 2 Radiance gezogen. Das ist eigentlich so das Maximum. Mal ganz selten gibt es 3, aber eher selten. Wir haben schon 3 V-Stars gezogen. Das sollte auch schon Maximum sein. Wir haben erst 2 Trainergalerie-Karten gezogen. Das heißt, 2 könnten eigentlich noch kommen. Wir haben schon eine Trainer-Full-Art. Das ist ganz cool. Also, da kann noch was kommen. Da kann auf jeden Fall noch was kommen. Bei verlorenem Ursprung, da sieht so aus, dass wir noch gar keine Strahlen gezogen haben. Da müsste also auf jeden Fall eigentlich noch 2 kommen. Die Trainergalerie-Karten haben wir auch erst 2, soweit ich sehe. Rose Raid und Arcani. Dafür haben wir schon die Gold Pikachu. Wir haben die Full Art Mountzinger. Wir haben schon die Suzuki Trainerkarte. Die Magneson V-Star. Aber wir haben dafür noch keine regulären V-Star. Und mir fehlt immer noch die Giratina V-Star. Also da kann auch noch durchaus kommen. Bei strahlende Sterne, na gut, muss ich sagen. Wir haben die Glurak gezogen, damit sind wir durch. Wir haben 2 Trainergaleries, also auch hier sollten eigentlich noch 1 oder 2 kommen. Noch gar keine V-Stars, die sollten noch kommen, vielleicht noch ein paar Faulen. Also kommt noch was, aber ich glaube, die große Hitkarte, die ist da halt definitiv schon durch. Also das meiste Potenzial, würde ich jetzt sagen, hat noch Astralglanz. Aufgrund dieser Subsets der Trainergaleriekarten ist halt echt so viel möglich. Wir ziehen schon wieder eine Trainerkarte. Entdeckung der Abenteurerin. Wir ziehen hier die nächste Trainerkarte. So, wir machen weiter. Wie ihr seht, habe ich jetzt gerade die Holo-Karten mal rausgenommen aus den Hit-Karten. Ansonsten wird es einfach zu viel. Und wir werden hier noch ein paar Hit-Karten rausziehen. Also wir sind auf jeden Fall bei den letzten 10, würde ich sagen. Je Display. Ich werde mal nochmal gleich durchzählen nach der Runde hier. Oh, und ich sehe schon. Legios in Character Rare, würde ich schon fast sagen, in Trainergalerie. Die ist sehr cool. Die habe ich auf jeden Fall bei WeMax Climax gezogen. Ich meine, in Astralglanz habe ich die noch nicht. Paras,
Iskala. Und da ist die erste Strahlende. Strahlende Sneebos. Sehr schön. So, Leute, und wir gehen in die letzten 10 Booster rein. Aber auch bei Strahlende Sterne. Da fehlen noch ein paar Hits. Da wird jetzt auf jeden Fall zum Endspurt noch ein bisschen was kommen. Strahlende Sterne hat zwar schon... Wir haben jetzt Back-to-Back, haben wir jetzt bei verlorenem Ursprung die Radiance rausgeholt. Erst die Sneebos und jetzt noch Gardevoir. Rosana. Gengar. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Schöne Trainergaleriekarte. Hatten wir schon ein paar Mal. Oh, dahinter haben wir eine VMAX-Karte. Kyurem VMAX, denke ich jetzt mal. Yep, es ist die Kyurem VMAX. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine andere gibt. Mimikma. Und V-Karte. Ein Viscogon V. Okay. Die nehmen wir mit. Und eine V-Karte. Mopeko. Oh, und das Dunkle. Das ist sehr cool. Die finde ich sehr, sehr, sehr nice. Die dunkle Version von Mopeko. Ah, oh, es ist nochmal eine Trainerkarte. Es ist die vierte Trainerkarte. Das ist eine geile. Es ist eine sehr, sehr, sehr heftige, nice Karte. Die fokussierte Angriff. Valuoso V-Max Trainergalerie. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ja, oh, oh, hier ist es, hier ist es, hier ist es. Ich habe schon ein bisschen gespoilert. Es ist eine Goldkarte. Die goldene Rappenreiter Koronos Performax. Let's go, Leute. Sehr, sehr, sehr geil. Bei verlorenem Ursprung haben wir Pikachu gezogen. Und hier Koronospa V-Max. Und auch bei Strahlende. In das Viertletzte. Oh, ich sehe hier schon was. Oh, da glitzert was. Da glitzert was. Leute, wir haben hier einen Hitbooster. Da gehen wir gleich rein in den Zoom. Palim Palim. Golbit. Krebskorps. Was wird es sein? Karadonis. Pixie. Und, oh, es wird wieder eine Trainerkarte sein. Ne, es ist ein Fauster. Okay. Warum glitzert die? Arceus Fauster Rainbow. Let's go. Und damit hat Strahlende Sterne einfach mal die anderen beiden Displays so auseinandergenommen. Glurak V Alternative und Arceus Fauster. Das ist mal ein heftiges Display. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Schaut euch dieses heftige Display an. Schaut euch das an, Leute. Das ist absoluter Hammer. Glurak V Alternative und Arceus Fauster in Rainbow. Zwei neue und zwei sehr, 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 sehr gute Karten. Wie krass ist das? So, Leute, wir gehen in die letzten drei Runden. Es ist krass. Also, sogar wenn wir jetzt die Giratina ziehen, wird es langsam eng. Also, Strahlende Sterne zerlegt hier gerade alles. Absolut heftig. Aber ich finde, in Astralglanz könnte theoretisch noch so ein bisschen was kommen. Okay, immer eine Fauster Hisui Atmurai. Sehr, sehr nice. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Die ist sehr schön, die Karte. Noch bei verlorenem Ursprung. Also bei verlorenem Ursprung, sage ich mal, da sind wir durch. Wenn da noch was kommt, okay, nice to have. Aber an sich würde ich sagen, verlorener Ursprung ist durch. Wir haben hier geile Puls gezogen. Zwei Top-Karten. Also da erwarte ich jetzt gar nichts mehr in den letzten drei Boostern. Hisui Sneebel. Ist eine V? Ist ein Axanto V. Oh, ein schönes Axanto V. Die ist schön. So, Leute, und wie ihr seht, wir haben noch ein Booster von jedem Set. Es war ein richtig, richtig Hammer-Opening. Ich würde jetzt bei... Ja, ich erwarte eigentlich gar nichts mehr. Ich erwarte gar nichts mehr. Wir hatten geile Puls bei allen drei Sets. Bei allen drei Sets. Sehr gutes Deutsch. Bei allen drei Sets hatten wir sehr gute Puls. Astralgans hätten ein bisschen besser sein können, sage ich jetzt mal. Und wir kriegen nochmal eine Goldtrainerkarte. Wir ziehen zwei Goldkarten. Und wir ziehen hier nochmal in Sinnoh-Tempel in Gold. Ich wollte es gerade noch sagen. Hey, wir ziehen zwei Goldkarten in Astralglanz. Damit ist es für Astralglanz auch ein absoluter Top-Pull. Über Centering sprechen wir jetzt hier besser nicht. Das gucken wir uns jetzt gar nicht an. Sinnoh-Tempel und Jubeldos. Wir haben drei Goldkarten in Astralglanz gezogen. Das ist halt absolut krass eigentlich. Also, das kannst du keinem erzählen. So, und auch bei verlorenem Ursprung geht's in das letzte Boostback. Einem Sensek in Reverse und am Ende nochmal ein Arealos, was wir heute auch zum ersten Mal hier sehen in Non-Holo. So, und das allerletzte Booster des Tages bei Strahlende Sterne. Definitiv mit Abstand dem Gewinner-Display, obwohl wir am wenigsten Hits haben. Wir gehen rein. Wir hören auf mit Zwielicht, Porenta, Didenne, Petsneef, einem Hokumil, Jagdhandschuhe in Reverse. Oh, wir hören auf mit der Arceus! Nein, nein, was? Nein, ha? Was? Nein, wie? Hä? Arceus V, Trainer Galerie, Full Art? Was ist das für ein Display? Was ist das für ein Display? Sorry, ich musste gerade husten. Was ist das für ein Display? Was ist das für ein Display? Was? Hä?
Was ist das für ein Display? Das gibt's doch nicht. Was? Hä? Leute, das ist ein Display. So, Leute, ganz kurz. Ich bin gerade komplett weg. Ich habe Kartmarke gecheckt. Wir haben die Top-1-Karte gezogen. Das wissen wir natürlich. Roundabout 130 Euro momentan. Also absolut heftig schon mal. Damit war es das nicht. Wir haben die Top-3-Karte gerade noch gezogen. Top 3. Die ist bei ungefähr 40 Euro ungefähr. 35, 40 Euro. Absolut krass. Auch hier, man muss nochmal sagen, Centering, super, super, super gut, alles top, sieht mega aus. Und dann haben wir auch noch eine weitere Top-10-Karte gezogen. Aktuell 9 wertvollste Karte auf Kartenmarket, liegt bei, ich sage jetzt mal 15 bis 20 Euro. Absolut heftiges Display. Das absolut heftigste strahlende Sterne-Display, was ich bis jetzt gesehen habe. Wie krass ist das? Also Leute, wenn das nicht das Last Pack Magic überhaupt war, dann weiß ich es nicht. Ich wusste, als ich die gezogen habe, gar nicht, dass das eine Top-3-Karte ist. Aber also hier ist es. Das ist ja absolut heftig. Absolut heftig. Wir ziehen 2 Alternative Arts. Und auch noch die... Oh Gott, ihr seht es gerade. Ich bin komplett... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist 20.12 Uhr Mitternacht. Ich weiß gar nicht, ob ich so schreien kann. Absolut krass. Also, wow. Strahlende Sterne hat hier alles auseinandergenommen. Dann 2. Platz, aber auch ganz klar... Verloren Ursprung, Astralgans. Schöne Hits, auch wirklich gut. Hat heute einfach das Nachsehen, muss man sagen. Aber ich bin auch absolut zufrieden mit dem Puls. Wir schauen uns die Puls gleich nochmal alle zusammen an. Wir lassen die Holos raus. Wir gehen durch alle Hits aus einem Display. Astralglanz, Galapantifrost V, Knackrack V, Axanthor V. Dann haben wir 4 Faustern mit Urdialga, Hisui Dressella, Darkrai und Hisui Admurai Faustar. Dann kommt das strahlende Quarzo, haben wir 2-mal bekommen, auch sehr interessant. Dann die Trainergalerie-Karte mit Gardevoir, Legios, sehr schöne Karte, Bronzong und das goldene Koronospor V-Max. Dann haben wir Goldkarten, Jubeldorf in Gold, Sinnoh-Tempel, also eigentlich insgesamt 3 Goldkarten und am Ende noch die Mel als Trainer, Full Art, super, super nice Hits. Wir machen weiter mit verlorenem Ursprung. Wir haben Cupidos V, Piondragi V, Hisuyu, Viscogon V, Magneson V, Kyurem V-Max, dann das Faustar Rainbow Magneson, strahlendes Gardevoir, strahlendes Sneebos in Hisui. Wir haben das Hisui Akani, Roserade, Gengar, das Highlight, goldenes Pikachu V-Max, richtig, richtig geil, freut mich am allermeisten. Auch das Full Art Galar Mountsinger V und wir haben noch 2 Trainer mit Suzuki und die Entdeckung der Abenteurerin. Auch hier richtig, richtig nice. Und dann haben wir das Display des Tages, Leute. Einfach nur absoluter Hammer. Ein Display. Strahlende Sterne, alle Hits. Anti-V, Kingler V, Sandlong V, Raichu V. Wir haben Morpeko V, Blitzer Trainergalerie, Octillery Trainergalerie, Flammara Trainergalerie. Dann haben wir das fokussierte Angriff Vulaoso V-Max. Wir machen weiter mit dem Rainbow Arceus V-Star, der 9. besten Karte des Sets. Wir haben die Arceus Alternative. Die 3. beste Karte des Sets. Und last but not least, Glurak V Alternative, die beste Karte des Sets. Einfach das super krasseste Display, was ich bis jetzt geöffnet habe. So Leute, da seht ihr nochmal alle Hits aufgereiht. Ich bin echt sprachlos. Alle 3 Displays haben einfach absolut gegönnt. Wenn ihr euch Astralglanz anschaut, 3 Goldkarten, auch ansonsten richtig nice Hits. Verlorener Ursprung, die goldene Pikachu in der Mitte, einfach richtig nice. Die Rainbow Magneson, die Mountsinger Full Art, auch die Trainerkarten, absolut nice, absolut toll. Und strahlende Sterne, ja, was soll ich sagen? Ich meine, hier unten, ne? Glurak Alternative, Arceus Alternative und Arceus in Rainbow, einfach der absolut krasseste Hammer überhaupt. Ja, das war's für heute, das war wirklich eine gute Idee. Ich hatte schlechte Laune vom Video, die schlechte Laune ist sowas von verflogen. Ich bin absolut hyped gerade, Leute. Ich würde mich super freuen, wenn ihr kommentiert, wie ihr das Ganze fandet. Das Format würde ich sicherlich wieder machen, hier und da, mit vielleicht anderen Displays. Lasst ein Like da und wenn ihr neu seid, wenn ihr mehr Puls wollt, dann lasst definitiv ein Abo da. Wenn ihr Discord habt, dann schaut mal auch mal in die Videobeschreibung rein. Discord-Link ist da drin. Wir machen auch fast alle 2 Wochen einen Boxbreak. Hierzu gibt es dann die Infos im Discord und ja, ich bin jetzt raus. Bis bald und ciao, ciao.